Das da würde ich machen. Genau. Wir machen es gleich dunkeldüster. So, mal sehen, wie viele Wasserflaschen ich heute schaffe. Ich weiß nicht, wie lange ich heute mache. Wir hören auf jeden Fall vor 0 Uhr auf heute. Das ist Fakt. Okay, ich bin mal eben im Lurk. Bis gleich, Daddel. Viel Spaß im Lurk. Ich erkunde so lange wieder meine. Ich liebe diese Rüstung. Sie ist toll, sie ist schick, sie ist klasse und. Dieser Bogen! Okay. Stimmt, wir waren gestern bei der Inni stehen geblieben, in die wir nicht reinkamen. Ja, dann versuchen wir es doch mal, ne? Dann versuchen wir doch heute mal in die Inni reinzukommen. Das kann lustig werden. Jetzt will ich mal ganz kurz was gucken. Die Händler sind hier, ne? Huch. Ah, mal ganz kurz gucken. Tränke. So. Einmal. Bestimmt hat eine Statusparalyse. So. Haben wir zumindest mal ein bisschen was gekauft. Warte mal, was gab's hier? Also nee. Das machen wir später. Ja gut, wie gesagt, wir müssen jetzt warten, bis wir in die Indie kommen. In der Hoffnung, dass wir es hinkriegen, dass da jemand ist. Mit den Niederländischen, Altfranzösisch. Ich wundere mich. Die einen sind so hübsch und die anderen waren. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. So, Daniel, was sagst du denn zu meinem neuen Bogen? Ist der nicht cool? Ich habe eine wundervolle Antwort für dich. Ja. Doch, Donald! Doi! Danke! Komm schon, das ist cool! Das sieht gut aus! Wirklich. Den habe ich Luna zu verdanken. Kann ich mir gleich mal Mittagessen haben abtrainieren. Gib alles. Alter. Wo ist mein Stuhl? Da ist mein Stuhl. Gut. Dann, solange wir auf die Indie warten. Das kann dauern. Ich habe gestern 40 Minuten gewartet und kam trotzdem nicht rein. Deswegen. Werden wir einmal Bestiarium vervollständigen. Und müssen einmal ins südliche Tanalan. Toll, wird immer besser, bin stolz auf dich. Ja, mittlerweile bin ich auch nicht mehr kaputt. Ich muss das Länder mal länger machen.
Ich mache mich. So. Der Goli-Wüste. Oh, ich bin sogar mal richtig. Ich hoffe, der Stuhl bleibt jetzt endlich mal stehen. Dann zeigt er bitte nochmal den Bogen. Yes, sir. Und den habe ich dann Kluna. Das ist da oben drauf. Das ist ein Mokri. Also, genauso ein Viech, wie ich ihn hier habe. Ein Mugel. Mugel oder Mokri? Was ist denn denn her? Wie gesagt, das habe ich alles. Also, den Bogen habe ich von Luna komplett gekriegt. Den hat sie mir gestern zugesteckt. Da ist was ich brauche. Dieser Kuh von Luna. Und das Stofftier. Nein, das Stofftier ist da mit am Bogen dran. Das gehört mit zum Bogen. Also das hier ist alles der Bogen. Das habe ich auch von Luna, die dicke Katze. Aber das weißt du ja. Und die Rüstung, die habe ich selber bekommen. Die habe ich durch die Klassenquest bekommen. Das ist das Einzige, was mir selber gehört. Also selber bekommen habe. Ach so, das habe ich mir selbst gekauft. Das habe ich mir selbst gekauft vor, ja Gott, 2 Jahren, glaube ich. 2 Jahre müsste es jetzt her sein. Habe ich aus dem Square Enix Shop damals geholt. Für, boah, ich glaube 30 oder 40 Euro. Über den Bogen. Das ist doch gar nicht Sattel. Es geht doch teurer. Geht doch teurer. Es gibt ja teilweise, wie Luna zum Beispiel erzählt hat, Stofftiere kosten 120 Euro. Wenn ich ganz viel Glück habe, kann ich sowas selber irgendwann mal einkaufen, verkaufen. Aber gut, bei Sachen von Square Enix bin ich nicht so sicher, ob das klappt, weil die ja Rechte drauf haben. Ich glaube, dass sie lieber in ihren eigenen Shops verkaufen wollen. Für ihr Geld. Seit wann dürfen total irre streamen? Ich bin doch nicht total irre. Ein bisschen vielleicht. Aber jetzt nicht so komplett. Nee, das ist da. Genau. Darf ich hier reingreifen? Achso, und was ich noch vergessen habe, wir können ja auch wieder was essen, ne? So. Ich glaube, hier sind auch schon die Rauchbomber. Also wie gesagt, das kann heute dauern, bis wir in diese Indie kommen. Heute Morgen waren es 40 Minuten und da, selbst da sind wir noch nicht reingekommen. Okay, mein PC gibt komische. Warum bist du so warm? Was machst du irgendwas im Hintergrund? Warte mal. Wir sollen mal nachgucken. Nee. Hältst du dich denn plötzlich so auf? Hast du doch sonst nicht. Naja, okay.
So, dann suchen wir mal nach den gefallenen Ignien. Problem ist, diese Wüste ist groß. Pass auf, wenn wir sie gefunden haben, dann kommen wir in die Inni. Seid ihr das? Da hinten? Ja! Nee, du bist es nicht. Oder wie auf Pokémon gab, so wie Jesus sagt. Gestern hat er einen Shiki und Pikachu gegeben. Oh Gott, okay. Also mit Pokémon kann ich ja tatsächlich gar nichts anfangen. Ich habe noch nie in meinem Leben Pokémon gespielt. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Okay, östliches. Ja, ich weiß. So östliches Tanalan. Also Pokémon ist mir komplett fremd. Komplett. Hab in die Schamecke. Ey, ich kann da doch nichts für. Da in die Richtung ist das Sandtor. Wie die Stoffe denn total süß. Ach ja. Wir haben hier immer noch eine Quest. Können wir dann auch gleich machen. Die Viecher müssten eigentlich hier hinten sein. Ja, yep. Genau hier hinten sind sie. 3 Stück brauchen wir von euch. Du bist es nicht. Hier kriege ich 100% nicht bei mir 2 Punkte. Okay, so. Glaube, da mussten wir hin. Pikachu, welches ein Jura-Kostüm trägt. Das Einzige, was ich mal besessen hatte, war ein Pikachu-Rucksack. Den habe ich besessen. Oh Scheiße, ich bin am falschen Ort gereist. Okay. Ich muss einmal an die Küste. Ja, so kann man das Geld auch zum Fenster rauswerfen, ne? So. Das Emote ist übrigens immer noch nicht freigeschaltet, leider. Twitch hasst mich. Twitch möchte nicht, dass ich euch weitere Emotes gebe. Es steht immer noch ausstehend da. Also Twitch mag mich nicht. Twitch weigert sich, das Ding freizugeben. Nur damit ihr wisst, dass es weswegen es noch kein Emote gibt. Kein neues. Ich hätte leider gern, also ich hätte euch gern schon das Emote irgendwie kommen lassen, aber irgendwie Twitch will nicht.
Butch sagt nein. Hier sind die Viecher, die ich gestern noch gesucht habe. Oder sie finden einfach den Emote unpassend. Sie machen es deswegen nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich meinte. Okay, ich weiß tatsächlich aber auch nicht, was damit gemeint ist. Keine Ahnung. So, ja, wahrscheinlich. Aber ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Also beim besten Willen nicht. Nö. Irgendwie nicht, nee. Ach Mist, warte mal. Und daraus komme ich dahin. Ich bete jetzt einfach mal. Bis der Schornstein viel Gold nicht kommt. Könnte durchaus sein, dass ich ihn nicht höre. Und ich hoffe auch, dass die Bank jetzt nicht nochmal angerufen hat. Vor allem das Geilste war, rufe ich kurz der Nacht zurück, um das da halt alles so zu klären. Und plötzlich war derjenige halt nicht mehr da. Und die Leute konnten mir da auch nicht mehr weiterhelfen. Und dann denke ich mir auch so, jo. Aber ihr wisst schon noch, was ihr da tut. Dennoch sagen, oder dennoch gesagt bekommen, ja nee, mit dem Konto können sie das und das nicht machen. Wo ich mir denke, ja, aber warum? Wo ist da der Unterschied? Es heißt nur anders, sind aber die gleichen Rechte. von wem redest du? Ja, von der Bank. Ich musste vorhin da halt anrufen, wegen einem Konto und so. Und ja. Ne? Bank. Bank ist blöd. Bank ist kacke. Da. Bank sagt nein. mit dem und dem Konto können Sie das nicht machen. Ja. Und sagen Sie mir vielleicht auch, warum ich das nicht machen kann? Ja, weil es nicht geht. Ja, das ist ein ganz... Das ist ganz toll. Aber warum geht das nicht? Weil es nicht geht. Das ist wie so, du redest die ganze Zeit gegen eine Wand. War hellauf begeistert. Nicht. So, hat man Produktionszeiten. Das ist immer gleich so ein Geld, was am Kohl für nicht ist. Es ist schon hart, keine Kuscheltiere kaufen zu können, ja. Ich muss mich gerade zurückhalten, dass ich nicht Endwalker kaufe. Hätte ich mein anderes Konto schon, würde es gehen. Wir finden zum Viel. Warte, es zum Geld gehen. Ja. Ich sage, es geht nur um mein Konto. Es geht an sich nicht um Geld, es geht nur um mein Konto, was ich eröffnet habe. Neu. Und mir halt plötzlich wieder was ganz anderes gesagt wird.
Geld ist Gott sei Dank auch gar keine Rede. Hey, was ist das überhaupt? Nur das Essen? Ich habe noch nie Geld gesehen. Das ist immer so schnell weg. Geld ist immer schneller weg, als ich gucken kann. Nein, es ist nicht, aber... Ne? Ich kann schon sparen. Auf sehr viele Sachen. Zurzeit auf... zwei Vorbestellungen. Spare ich. Was ich gern haben möchte. So. Wo ist... das Viech, was ich suche? Lass mir raten, nicht da, wo ich jetzt hingehe. Ja, Himmelsstiege, ich weiß. Doch hier. Die haben ja nichts mit Katzen zu tun. Was sind Affen? Katzenfrett. Das ist ein Katzenfrett. Wie lange warten wir schon? 20 Minuten. So. Zentrales Hochland. Ich werde doch weg hier. So. Dann einmal diesen Weg Richtung, bitte. Dann noch fünf von diesen Dummigatoren und dann haben wir die vierte den vierten Weitläuferrang auch fertig. Brauche ich euch? Ja. Es ist halt leider auch kein anderer schon online. Ich übertrage könnte. Andere Menschen da verhalten. Na gut, ich arbeite auch, aber. In einem anderen. Gebietsfeld. Wie viel ich kaufe, bin ich ohne 10 Euro los. Sind die bekloppt? Das ist Stofffüllung. Sklavenlohn. Herstellungstechnik 2 bis 3 Euro pro Teil. Mal gucken, was man in Japan bezahlt. Kein Glück beim Suchen. Ja! Du bezahlst erst den Namen mit, ne? Du bezahlst den Namen der Firma oder der Marke mit. Das ist egal. Und wenn das nur ein kleiner Stofffetzen wäre, oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Das wäre egal. Wow, das hat mir ja viel Punkte gebracht. Oh, ich komm rein. Ah! Ja! Alter, komm, macht jetzt die letzten zwei... Ja, danke. Der letzte, kommt schon. Kann doch nicht wahr sein. Pass auf, wir fliegen gleich wieder raus. Nein, ja, nein, ja, nein, doch, ja. Juhu! Lol. Ich weiß gar nicht, war das jetzt die letzte Inni? Ich glaube, das war die letzte Inni.
Ach stimmt, das war auch das, was man nicht überspringen konnte, ne? Was Luna gesagt hatte. Oder? Ja. War das, was man nicht überspringen konnte. Das heißt, man musste sich das ansehen. Und was man nicht lesen konnte gleichzeitig. Oh, die längste Ini der Welt. 119 Minuten! Das schaffen wir schneller, oder? Bitte sagt mir, dass wir das schneller schaffen. Ich sitze doch keine 2 Stunden an der Ini. Wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt mich doch verkackeiern. Oh je. Hallo. Hörchen. Wie geht's? So, alle bereit? Weiter geht die große Fahrt. Okay, ich gehe direkt daneben. Wenn man dich so sieht, könnte man glatt meinen, du hättest persönlich was gegen Magitech-Maschinen. Okay. Tut mir leid, aber ich konnte einfach nicht zusehen und Däumchen drehen, während meine tapfere Kampfgefährtin in Gefahr ist. Das Kommando habe ich zwischen Biggs und Wedge überlassen. Die haben die Lage im Griff. Das geht sogar mit dem Wesen. Naja, Wedge habe ich kaum davon abhalten können, aber mitzukommen. Unsere Abenteuer der letzten Zeit haben seinen Kampfgeist richtig beflügelt. Ich muss aber nur schnell lesen. Habe ich mir doch gedacht, dass wir der ein oder anderen Magitech-Kampfmaschine begegnen würden. So groß wie die Anlage ist. Und hier haben wir schon die erste. Hier haben wir schon die erste. So. Das lässt sich schon was machen. Die Instrumente sind in Ordnung. Den Rest kann ich reparieren. Hör zu. Wir haben es geschafft, den galaktischen Punkt abzuhören und wissen jetzt, wo die Ultima-Waffe ist. Sie ist im zentralen Sektor des Kastroms in einer Wartungsstation für Magitech-Kampfgeräte. Es ist dich nicht überraschend zu hören, die Sicherheitsvorkehrungen in diesem Sektor extrem hoch sind. Der Zugang ist durch die 3-Fass-Energiefelds abgeriegelt. Du musst jetzt alle 3 Energiefeldgeneratoren deaktivieren, sonst kommst du nicht weiter. Siehst du die Klappen da hinten? Die führen zur Müllentsorgungsanlage. Irgendwo dahinter muss eine Erdseimpumpe oder etwas ähnliches für die Brennstoffzufuhr zum ersten... für die Magitech-Dinger da. Oh Gott. Du musst die Anlage finden und sabotieren. Alles klar? Arbeite dich von vorn bis zum Erdseimpumpe, wo die Brennstoffzufuhr geregelt wird. Sobald ich unsere gesprauten Magitech-Kämpfer hier wieder kaputt gemacht habe. Meine Haare sind eindeutig noch zu nass.
so alle fertig. Jo. Rein da. Warum bin ich grundsätzlich immer die Letzte? Ich bin sehr mit Glück und musste großartig ausweichen bisher. Sagte sie und musste ausweichen. Ich stehe am liebsten halt immer gern so ein bisschen abseits und kümmere mich da so um alles. Was heißt alles aber? Ne? Ich kämpfe. Ich bin jetzt schon verwirrt. Neue Sequenz. Echt? Ist dem so? Okay, werde ich mir auf jeden Fall später mal ansehen. Der interessiert mich jetzt auch gerade. Dieser Moment, wenn man hofft, einfach nicht drauf zu gehen. Dann nimm dein Char als Lebensgruß für 699 Euro. Boah, Alter. Ja, nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. Jo, direkt einen Weg durch die Wand genommen. Geil. Geilo. Meine Haare trocknen bald.
Gute daran ist, dass das automatisch weitergeht. Du musst nichts antippen. Ich kann so weiter gucken, ob die Emotes frei sind. Ist keine Lauf der Seite, würde ich nur noch anmerken. Oh, alles gut. Alles gut. Oh Mann, warum schalten die diesen Kack-Emote nicht frei, ey? Müssen sie erst hier Big Boss fragen, ob der Emote überhaupt also rechtlich. Rechtlich ist. Rechtlich ist so. Also am Ende wird er gesperrt. Wir haben umsonst gewartet. Sehr cool. Weil die blicken hier so langsam gar nicht mehr durch. Gesättigt! Weißt du, mitten im Kampf und erstmal was essen. Leute, bleibt doch mal stehen, ey! Bin ich so schnell? Sehr toll. Nächste Frage, was? Sind überhaupt alle da? Oder hinten? Huch, nee, nicht händen. Im Moment, wenn dann einige dafür nichts tun. Die Menge kostet aber nicht die Pokémon. Ah, findest bestimmt noch was. Warum tut die eine da nichts? Ich blick schon gar nicht mehr durch. Ah, okay. Ich glaube, diese Inni will ich nur einmal machen.
Mir fällt nur, dass ich mir das nicht aussuchen darf. Und Maschine ist futsch. Ich schaue nicht, wie sehr Google meine Suche eingrenzt. Wir lernen nicht beim großen A. Eine Firma in Japan oder Thailand. Gerestet. Nö. Ja, ist schwierig. Sehr, sehr schwierig. Sowas ähnliches hatte ich tatsächlich mal mit Süßigkeiten aus Japan. Da wollte ich halt wirklich, dass es doch noch wirklich aus Japan kommen. Ja. War für ein Referat damals. Hat super geklappt. Nicht. No. Ich hab's leider nicht geschafft. Was ich mal geschafft habe, war. Also, wir hatten halt so ein Referat. Da mussten wir aus Amerika, Japan und. Oh, ich glaube, Afrika. Süßwaren herbestellen. So, das war damals ein Wirtschaftsprojekt. Und da war es dann halt so, dass wir dann halt angefragt haben und viele der Läden wollten halt so einen Handelsschein, so einen Gewerbeschein haben. Also das, was ich jetzt tatsächlich habe. Das heißt, ich darf ja bestellen. Ich weiß noch nicht, ob ich aus dem. Na doch, ich dürfte, glaube ich, auch aus dem Ausland. Aber. So als normaler Käufer war das schon schwierig. Aus Amerika haben wir welche bekommen. Aus Amerika haben wir es hingekriegt. Aber der Rest, also wie gesagt, Japan war ganz, ganz schwierig, da überhaupt was zu kriegen. Wenn man Glück hatte. Also ich habe tatsächlich nichts gefunden und meine eine Freundin auch nicht, mit der wir das Projekt da gemacht haben. Das war Todose. Immer mit Zirkungen. Das wird jetzt alles nicht mehr schaffen. Ja. Ja, ist schon nicht einfach. Gut, an sowas wie Plüschtiere und sowas komme ich jetzt, Gott sei Dank, relativ schnell ran, aber. Das ist trotzdem alles nicht ganz so einfach. Weil jeder, auch jeder Großhandel dann irgendwie eine Anforderung hat. Wenn man bei denen bestellen kann, dann braucht man Mindestbestellwert, dann braucht man dies, dann braucht man jedes, dann braucht man noch einen extra Schein, dann muss man GmbH sein oder. Yeah. Ich muss mich da selber erstmal reinfuchsen. Ich versuche das immer zu überspringen, aber es geht nicht. Also teilweise ist mir jetzt natürlich ein bisschen zu schnell zum Lesen. Deswegen tue es gerade nicht. Momentan kann man sich das hier im Nachhinein nochmal angucken. Überfliegt es einfach nur noch. Man merkt gar nicht, dass ich unbedingt zu meinem Reittier möchte, oder? Das Schlimmste ist, wir sind noch nicht mal im Endgame. Ich hab gar keine Ahnung mehr, wo wir überhaupt hin müssen. Hallo Fuffes! Du sollst doch arbeiten! Sag mal. Mein Emote ist leider immer noch nicht freigeschaltet. So spielt er nochmal vorbei. Mach das. Viel Spaß mit der Kleinen beim Arbeiten. Lass sie nicht zu sehr ärgern.
Kikuya.com. Da kann man angenehmerweise die Seite von weiß auf grau wechseln. Jungfrauen. Oh ja, das finde ich auch toll. Wenn man den Dark Mode benutzen darf. Ich habe mittlerweile alles nur noch auf Dark Mode. Ich glaube, außer Facebook, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, bei Facebook geht's nicht, aber ich bin sowieso selten da. Ich reg mich eh ständig über irgendwas auf, deswegen. Facebook tut einem nicht gut. Ich glaube, hätte ich da nicht so viel, also wirklich Erinnerungen mit dran, dann hätte ich das, glaube ich, schon längst gelöscht, aber... Es ist halt auch mal ganz gut, wenn WhatsApp oder SMS oder sowas halt mal nicht funktioniert. Und ich dann mit Fotos darüber kommunizieren kann. Deswegen. Dafür ist es dann halt doch schon wieder ganz praktisch. Livia! Danke, mein Schnuggelchen. Ich hätte gerne deine Rüstung. Einmal rauf da. Dieser Moment, wenn man keine Ahnung hat, was man tun soll. Ich habe gar keine Ahnung, was ich hier tun soll. Ich habe doch gar keine Ahnung, was ich hier tun soll. Bin ich da unwissend. Jetzt. Ich will auch mal was tun. Ich weiß nicht, was ich tun soll. So. Well. Was muss ich hier tun? Leck auf Funny, ey! Ich will hier weg! Oder macht ihr das mal? Hallo Luna! Ich habe mir schon fast gedacht, dass du eingeschlafen bist. Alles gut! Du bist ja noch länger wach gewesen als ich, also... Du brauchst auch mal deinen Schlaf. Ich habe immer noch keinen blassen Schimmer. Okay, Gott sei Dank. Aber ich habe es endlich in die Inni geschafft. Endlich. Ich habe auch aufgehört vorzulesen. Es geht zwar, aber... Naja. Da kommt aber noch eine noch längere. Oh Gott. Ja, warte mal. Machst du das im Chat oder machst du das privat? Ansonsten kannst du das auch gerne im Chat machen, dann muss ich nur einmal ganz kurz ein Befehl erteilen. Wobei, nee, ich glaube, ihr dürft sogar. Nee, ich glaube, ihr dürft sogar als VIPs. Ich glaube, ihr dürft sogar links teilen. Mittlerweile. Bis gleich. Das sind ja halt kaputte Zeiten. ich will diese Rüstung haben von ihr. Ey, ich bin schon wieder nur am Trinken. Na gut. Nach gestern brauche ich das, glaube ich, auch. So, Alter. Laber nicht. Lass mich dich kloppen.
Wurf auf den Ball raus. Leute, warum geht die eigentlich auf mich? Seid ihr behindert? Will nicht mehr. Nett, wenn man sich heilt. Verrecken sollte, sagst du erstmal. Tschüss. Nein, wieso muss es immer wieder geschehen? Ich will nicht mehr verlieren. Nein, nee, bin nicht. Ich lasse dich nicht zurück. Niemals. Gaius! Gaius! Ihr war wohl von Gaius eingenommen. Möge ihr Seele Frieden finden. Das reinste Wunder, dass du da unbeschadet geblieben bist. Aber verdammt nochmal, den Jäger in den Kontrollzum zu schleudern. Alle Achtung, das macht dir so schnell keiner nach. Damit ist das Energiefeld deaktiviert. Jetzt geht's zum Kern der Sache. Nur können wir die Ultima Waffe schwer zu Fuß erreichen. Deswegen nehmen wir die Enterprise. Versuch dich zurück zu Erdseinfabrik durchzuschlagen. Sonst habe ich sie nämlich stehen lassen. Ich gehe in die Endphase, meine Liebe. Brich auf, sobald du fertig bist. Ich bin jetzt schon fertig mit den Nerven. Fertig mit den Nerven! Ich will nicht mehr. Ich trete im Streik. Streike jetzt. Wir nicht mehr. Ultimative Waffe. Ich habe so eine Vorahnung. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das wirklich wissen will. Kommen wir in der letzten Quest mit her. Ja! Okay, dann passt es ja, dass ich gleich ganz kurz aufs Klo gehe. Will fliegen. Muss kneipen. Bars. Bitte, hier liegt bitte wieder falsch. Ah. Okay, da vorne muss ich hin. Ah, ich sehe dich. Ich sehe dich. Und ich sehe dich. Sehe dich. Sehe dich. Sehe dich. Jo. Kennst du? Uns etwas gedulden. Okay, warte. Ich bin sofort wieder da. Ich möchte, bevor das hier erst losgeht, ich befürchte, dass es Ewigkeiten dauert,
einmal ganz kurz wohin verschwinden, weil ich befürchte, dass ich zukünftig keine Zeit haben werde. Keine Ahnung, von was du redest. Der Volumen lässt heute so ein bisschen neben sich. Luna hat kaum geschlafen. Ich frage mich, wieso Luna überhaupt wach ist. Wobei, na gut, ich habe auch nur 3 Stunden geschlafen, ne? 3, 3,5, so in dem Dreh. Ich war auch relativ groggy noch. Mit mehr als 30 Stunden wach. Ich hatte jetzt eben 1 Stunde Schlaf. Ja, siehste. Noch weniger geschlafen als ich. So, ich bin gleich wieder da. Thank you.